Yo, Peace, Leute, und willkommen zum 10. Part von Child of Light. Wir gehen jetzt durch den Spiegel zurück nach Hause, hoffentlich. Schick hier. Hi. Nora, wo sind wir? Folge mir. Also sonst packt meine Stimme, wenn ich Nora noch weiter sprechen muss, hey. Aber ich folge dich, ich bin nämlich viel schneller als du, wer ist. Stiefmutter Cordelia, meine Schwester. Aurora, ey, der da aus. Wo bin ich? Wo ist Vater? Wie? Der ruht sich aus. Er greift sie. Was tust du? Sind wir nicht Familie, du und ich? Es tut mir leid, Aurora. Zusammen gehören wir nicht. Schwester Nora. Nox ist mein wahrer Name. Ich mag dich, aber Familie waren wir nie. Ich bin von königlichem Blut, wie sie. Ich bin Umbra, die niedere Hochzeit mit deinem Vater, reine Fantasie. Das ist Blasphemie. Elende, dir wird der Atem in der Kehle stocken. Und zu deines Vaters großer Qual verwandle ich euer Leiber in Knochen. Das ist einer schwachen Familie Schicksal. Ich bin rechtmäßige Herrscherin von Lemuria. Du bist meines Feindes Balg. Was hat dir mein Vater getan? Wer? Dieser alte Schalk? Du weißt es nicht. Einst aus Lemuria verbannte deine Mutter mich. Meine Mutter? Dazu fehlte ihr die Macht. Diese Hexe! Verkriechen musste sie sich! Ha! Die gestürzte Königin von Lemuria hasste ich. Und mein Zorn trifft heute ihre Tochter, also dich. Also wurden wir jetzt hier verraten von unserer Schwester, in Anführungszeichen. Was? Ein Schutzzauber? Die falsche Krone scheint ihn zu bergen. Wache, im Turm soll sie 1000 Tode sterben. Ein bisschen Folter beschleunigt ihr Verderben. Die Krone hat uns also beschützt, aber dennoch ändert das nichts an der sehr prekären Situation. Unser Vater wurde also von seiner Frau, von unserer Stiefmutter gestürzt. Ein herrlicher Himmel, so schnell, so hell und klar. Ach, könnte ich fliegen, wäre wunderbar. In manchen Gegenden können die Menschen es. Wo? Sagt's mir, damit ich's nicht vergesse. Bei Zeiten decke ich das Geheimnis auf. Ich möchte nur bei dir und Vater sein. Wie wir, doch gibt es mehr in des Lebenslauf. Ach, das ist eine Dame, ich war das für ein Herr. Eines Tages könntest du Lemurias Königin sein. Und musst ständig bei deinen Untertanen verweilen. Ich schicke ihnen Briefe aus meinem Heim. Dummes Mädchen, fang den Wurm. Den hole ich mir im Sturm. Mama, Mama, komm mal schauen. Aurora, wo bist du, Aurora? Hier, hinter dem alten Apfelbaum, direkt vor dir. Ich bin müde, Aurora. Komm, ich helfe dir. Mein Herz, oh mein Herz. Mama, hör auf, du wirst ganz grün. Nein, dieses Übel wird niemals ruhen. Für mich gibt's nur noch eins zu tun. Das war, denke ich, meine Rückblende auf die letzten Momente mit unserer Mutter. Wächter Lemurias, höret mein Flehen, schützt meine Tochter, sie soll der Hand meines Mörders entgehen. Befindet sie sich in Todesgefahr, dann bringt sie zu eurem Altar. Diesen Zauber spreche ich in der Stunde der Not und besiegle ihn durch meinen Tod. Und jetzt sind wir also gefangen. Papa, bitte hilf mir. Mutter, hörst du mich? Komm zurück, ich brauche dich. Komm zurück. Und wieder einmal trällert sie auf der Flöte, die sie bekommen hat.
ein schönes kleines Ständlein. Dieses Lied, ich kenne die Melodie. Einst spielt es meine Herrin, die Königin des Lichts. Ihr seid ihr Kind und kämpft gegen das Dunkel. Ihr stoßt die Nacht zurück ins Nichts. Wie sollte ich? Ein kleines Mädchen darf das nicht wagen. Ich will doch nur nach Hause. Feigling, was würde eure Mutter sagen? Weilte sie unter uns in diesen Tagen. Ihr müsst eure Burg verlassen, euch der Welt stellen ganz allein, zu sehen, wie es wirklich ist, wie sie wirklich ist. Nur so findet ihr euer wahres Heim. Helf ich euch, schwör zu kämpfen gegen den Bösewicht und zu retten Land, Volk und Licht. Ich schwöre. Jetzt seid stark und für den Kampf bereit. Gleich seid ihr von eurer Kette befreit. Also hilft uns die Wache nach unserem schönen Liedlein. Und wir mussten ihm versprechen, dagegen zu kämpfen. Uengus hat sich der Gruppe angeschlossen. Okay, das war schon so ein krasser Tank, Alter. Die höchsten Höhlen, Kapitel 8. Die höchsten Höhen, Entschuldigung, nicht die höchsten Höhlen. Okay, wie komme ich an das Upgrade? Wie komme ich an das Upgrade an? 4 ungeschliffene Saphire, schick. Da ist noch eine Truhe. Da haben wir 2 Unaufhaltsamkeitselixiere. Und da haben wir noch eine Bekenntnis, Nummer 4. Die Feder kratzt, den ersten anzugreifen. Die Tinte bar stirbt manch Linie aus. Zeilen zerfließen, verschandeln das Haus. Andere auf ewig in die Ferne schweifen. Einige bluten, gewandet wie Leichen. Vater über Sohn, nur selten mal Frauen. Felder sich zu weit zum Sterben aufbauen. Alles brennt, als sie den hohlen Pakt zeichnen. Stets Stammbaum, Vertrag und Schlachtplan sich gleichen. Irgendwer muss immer der Gewalt weichen. Verraten unser Haus mit kaltem Herzen. Familie streicht Familie für die Krone. Tinte tropft aufs Papier ihnen zum Hohne. Der giftige Stift pflanzt einen Wald aus Schmerzen. Also wieder ein etwas düsteres Gedicht hatten wir schon einmal. Wir haben Fähigkeiten natürlich für unseren Uengus. Verteidigen kann er und Kategida-Spalter. Kann er in der Zeit lassen, das ist geil. Dann erhöht sich die Chance. 20%. Ja, okay, dann. Nee, die Chance erhöht sich nicht, aber die. Das Zurückwerfen. Was ist das für eine Fähigkeit? Der Donnerschlag. Schalten wir den mal kurz frei hier noch stärker und dann gehen wir hier entlang. So. Dass wir hier das aufgewehrt haben, weil das hört sich sehr cool an. Mit dem, Zurückwerfen. Hier haben wir noch. Oh! Ja, Tank halt, ne? Tank halt, alles auf ihn. Ich weiß nicht, wie ich da hinkomme. Au. Hi. Okay, ein einzelner Gegner. Das sollte hoffentlich kein Problem sein. Aber wir haben unseren Ignikolos ja nicht mehr. Ja, dann würde ich sagen, erstmal einen normalen Hieb einfach. Und du gehst mit deinem Spalter drauf. Ah, er hat einen schönen Salto gemacht. Verdammt, hätte ich ihn verlangsamen können. Ruf des Schutzes hat sich eine Rüstung gemacht. Boah, 210 Schaden, hey, das ist gut. Der ist schon fast down, hey. Ein Hieb. Soll er sich nicht geklärt haben, oder? Yep. Ein einzelner Gegner ist kein Problem. Nein, nein, nicht da lang. Keine Ahnung, wie ich da reinkomme, ne? Vielleicht müssen wir irgendeinen Hebel oder so öffnen. Wow! Hier öffnen wir erstmal die Truhe. Starke Heiltoniken, sehr gut. Voll diese Kisten, ich kann sie doch nicht öffnen. Da kommen wir nicht lang. Vorsichtig, ich weiß nicht. Truhe öffnen und dann attackieren, sehr gut. Okay, diesmal 2 Gegner. Aber mit dem Überraschungsschlag können wir erstmal einen Stern nicht auf alle machen. Und dann noch so einen Spalter auf dich. So. Batz. Oh, macht nur 48. Okay, das ist also ein Hieb um einiges sinnvoller. Zack. Ach, 210, das ist halt geil. Wirbelwind. Oh. Okay, er macht einen Move. Auch den Wirbelwind. Au. Oh. Ihr bösen, bösen Schlabiner. So, dann gehen wir mit dem Hieb auf dich. Dann dürftest du genau down sein. So, der wird jetzt uns wahrscheinlich zurückwerfen. Yep.
Schade, aber es gibt Schlimmeres. Ein Hieb, den Spalter, dann sollte sich das eigentlich erledigt haben. Noch ein Crit, ja, das hat sich dann auf jeden Fall erledigt. Sehr 420 Schaden, weil es dann auch noch ein Crit war. Der hat richtig auf die Fresse bekommen, hey. Einen geschliffenen Saphir noch dazu. Wo geht's hier unten lang? Was ist das denn? Ich kann hier drin aber nichts machen, weil Ignikolus nicht da ist. Welche monströse Maschine! Ich kann sie nicht bedienen mit der Kraft meiner Hände. Wie ihr bin ich gefangen unter der Nacht. Muss ihr dienen bis an mein Lebensende. Wir brauchen Licht. Ach, wäre Ignikolus doch da. Ignikolus? Mein teurer Freund, ein Glühwurm. Durchsucht die Zellen fern und nah. Dort sind Gefangene aus des Mondes Tempels Turm. Oh. Ja, natürlich das. Da könnte Ignikolus sein. So, helft mir doch. Nein, alle gefangen. Keiner entkam. Was habe ich nur getan? Aurora, hier oben. Ignikolus ist frei. Ignikolus, Gott sei Dank. Aurora, du bist wieder da. Entschuldige, dass ich von euch ging. Jetzt machen wir weiter. Hurra! Auch die anderen werden befreit. Auf ihn. Aurora, bist du denn Geist? Nein, ganz sicher nicht. Hurra, ich wollte tapfer sein, aber deine Schwester warf uns in Verlies, ganz ohne Licht. Kopf hoch, Finn, meine Schwester ist das nicht. Finn hat sich der Gruppe wieder angeschlossen. Jetzt schließen sich also die ganzen Leute wieder an, das ist sehr gut. Aurora hat seinen Plan geändert. Eine kleine Fehlinvestition, mehr nicht. Robert, ich bin so froh, dich zu sehen. Meine Aktien gewinnen wieder an Gewicht. Und auch Robert schließt sich der Gruppe wieder an. Natürlich auch Rubella. Kleine Dame, welch erstaunlicher Verschwindetrick. Dafür ziehe ich den Hut vor dir. Bereit, mit der Show zu beginnen? Absolut, mach dich bereit, gleich kämpfen wir. Rubella hat sich der Gruppe angeschlossen und zuletzt noch der traurige Tristis. Welch glückliche Wendung des Schicksals. Täuschen mich meine Ohren hier? Meine Freude währt nicht lang, glaube mir. Bringen wir es für die Nachwelt auf Papier. Tristis hat sich der Gruppe angeschlossen. Jetzt sind wir also wieder vollständig. Ich denke mal, ich bleibe aber bei meinem Tanky Boy. Der hat mir ganz gut gefallen. Der ist zwar sehr langsam, aber macht halt Damage wie sonst noch was. Und wie gelangen wir nun hinaus? Am besten rollt ihr erst die Kette aus. Befreie uns aus dieser Lage. Das kann er natürlich. Mein Licht ist bereit. Keine Frage. Okay. Okay. So. Was machst du? Ah, das Verschieben. Okay. Es dreht sich. Okay, nein, dann war das aber falsch. Okay, dann muss das nämlich noch auf jeden Fall so rüber. Und dann jetzt müsste es eigentlich funktionieren. Ich glaube nicht, das andere brauchen wir, glaube ich, nicht. Oh, ne. Funktioniert nicht. Warum? Weil ich das auch noch machen muss, oder? Weil das andere da stört. Ne, das stört da. Hier können wir noch einen Hebel umlegen. Was bringt der? Ah, okay. Das kannst du in eine Richtung drehen. Hässliches Geräusch, meine Liebe. Wo setzen wir in Gang dieses Getriebe? Ja, ich bin noch dabei. Okay, mit dem Hebel kann ich also die Richtung ändern, wenn ich das richtig sehe. Das ist dann dauerhaft jetzt? Ja. Okay, warum funktioniert es jetzt eigentlich nicht? Das ist jetzt gerade so meine Frage. Aber eigentlich müsste das anschauen, das schubst das an. Eigentlich müsste es doch funktionieren. Warum denn nicht? Oder kann ich noch irgendwas anderes? Moment. Ich kann ja nur die hier bewegen. So, wenn ich die jetzt alle aber rausmache, dann haben wir das Problem natürlich, dass... Oder kann ich die hier irgendwie verschieben, die Zahnräder? Sieht aber nicht danach aus. So, so. Jetzt können wir mal gucken, ob die zwei sich drehen, aber eigentlich ja. Ja, die zwei drehen sich so. Das ist ja super. Das ist ja super und das brauchen wir auf jeden Fall. Beim anderen vielleicht nicht. Oh, das wollte ich gar nicht. Ich wollte nicht die Richtung ändern. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Das wollte ich nicht. Das müsste doch eigentlich... Nee, also es liegt auf jeden Fall an dem... Ja, an dem, das wir gerade... Aber wir müssen das ja hinschieben, hä?
Hä? Da gibt es ja noch was anderes irgendwie. Hier steht halt nach rechts. Achso, also das muss ich nach rechts drehen, oder wie? Ja, okay, aber das bringt mir ja nichts, wenn es nicht mehr, wenn es nicht mehr anfängt, sich zu drehen. Gibt es hier sonst noch irgendwie? Hier gibt es noch eine Truhe, ja. Die können wir noch mitnehmen. Smaragde, aber wieso funktioniert es denn dann auf einmal nicht mehr, wenn ich. Das muss doch. Hä? Eigentlich müsste es ja funktionieren. So, warum spackt es dann da total ab? Ich kann es doch nicht ein bisschen verschieben, ich kann es entweder ganz oder gar nicht. Also, wie ist es, wenn ich so mache? Drehen sich die dann auch oder die zwei ersten? Ja, so funktioniert's. Einwandfrei. Okay, jetzt schieben wir mal das dahin. Und nochmal. Es muss ja an dem liegen, ist ja klar. Ah, jetzt. Etzela funktioniert's. Okay. War hier etwas verwirrt, Entschuldigung. Prinzessin, es gibt keine Zeit zu verlieren. Crepusculum ist unterwegs, euch zu malträtieren. Geht das richtig, wird man anfangen? Lauf, wir müssen hier gehen, sonst ist es um uns geschehen. Ach was, Finn. Heul mal nicht rum jetzt. Jetzt gibt's erstmal dem hier auf die Fresse. So, das Krokodilartige hält bestimmt ein bisschen mehr aus, schätze ich. Also wir versuchen erstmal den anderen da kaputt zu machen. Der sollte auch nach einem Hieb und einem Angriff von unserem Tank down sein. Yep. Wir haben jetzt wieder Ignikolus, stimmt ja. Habe ich ja fast vergessen, dass wir den jetzt wieder haben. Perfekt, hat gereicht. Zack, schön unterbrochen. Ja, der hat ein bisschen mehr Rüstung auch, also... Bei dem werden wir den einen oder anderen Schlag mehr brauchen. Okay, er schafft's. Mystische Schuppen gibt sich eine Rüstung, okay. Egal, wir hauen auf ihn drauf einfach. Und dann ziehen noch ein bisschen Zeug. Das dürfte sein. Ja, wunderbar. Unser Tank, der kann was, hey. Stufenaufstieg. Für unseren Tank, sehr gut. Jetzt ist halt natürlich Nora, musst du uns verraten. Hätten uns die irgendjemand anders verraten können. Gerade Nora, mit der ich immer gespielt habe. So, unser Tank geht dann... Das ist nicht so super wichtig. Was ist das hier oben? Der Kuss des Todes. Oh, oh! Warum nicht? Das hört sich ganz gut an. Ja. Schön, an deiner Seite zu sein. Ich will ja nicht neugierig erscheinen. Aber warum hast du Tränen im Gesicht? Wegen der Launen des Lebens. Oh, das verstehe ich nicht. Ach, alles ist vergebens. Diese schönen kleinen Dialoge zwischen den Leuten. Das finde ich super. I really do enjoy that. Das ist echt schön. Das ist immer so kleine Dialoge, wenn sie sich ein bisschen kennenlernen, ne? Okay, jetzt haben wir da auf jeden Fall einen Hund dabei. Dann gehen wir auch erstmal auf den Hund. Zack. Mit 22, oh, okay. Heißt, dann ist gegen den wahrscheinlich Zauber sinnvoller. Probieren wir es mal aus. Probieren geht über Studieren. Wenn man das jetzt bei dem übelst viel Schaden. Ja, verwundbar durch Licht, okay. Oh, er konnte die Unterbrechung. Warum gibt es so viele, die Unterbrechung immer kontern? Was ist das für ein Move? Keine Ahnung. Okay, dann gehen wir auf jeden Fall damit auf dich. Zack, bei dir macht es ziemlich gut Schaden. Okay. Aua. Alter. So, dann machen wir nochmal ein Sternlicht. Nur auf den Hund, würde ich sagen. Ja. Aber wir hätten ihn noch zurücksetzen können. Hätten wir es auf alle gemacht. Aber egal. Sehr gut, der ist down. Und dann fehlst du noch du. Spalter. Ach komm, Junge. So, noch hier den hier drauf. Dann bist du hoffentlich erledigt. Sehr schön, nochmal zurückgesetzt. Weiter verlangsamen, damit der Hieb auch sitzt und ihn dann nicht tötet tatsächlich. Oh, schade. Ja, okay, dann greif jetzt an. Er gibt sich eine Rüstung, das ist auf keinen Fall schlimm. Also unsere Verlangsamung geht mir auf den Sack. So, wir sind schneller als er. Goodbye, Mother Flipper. So, noch ein schöner Stufenaufstieg für unsere kleine Aurora. Und für den traurigen Tristis. Feennektar, schön. Okay, jetzt haben wir dann einen Hieb auf alle. Das ist auch sehr schön tatsächlich, dass wir den haben. Und hier oben ist dann noch, wird der Hieb noch besser gemacht. Was natürlich auch nicht schlecht ist. Ja, machen wir hier die Überrumpelung. Ne.
Was treibt ein Populi-Händler hier? Ich schreite auf einen Merkmilchenfachen. Die Liebe einer betaubenden Bäume suche ich. Da will ich freien und zu meinem Weibe machen. Am Horizont ist die Tragödie bereits in Sicht. Und du denkst an Liebe? Ein Gedicht? Wir sind dem Untergang geweiht, weißt du es etwa nicht? Ach, triste, du bist auch wirklich ein bisschen nur negativ eingestellt hier. Feier ich gar nicht, ne? Wir schaffen das. Wir sind ja die Bosse, alle. Aua. Oh. Blende ihn schnell, ich hab ihn gar nicht gesehen. Der hat mich fast überrascht, aber er ist schön von hinten, Alter. Okay. So, du gehst erstmal damit auf einen von denen. Der ist direkt down, weil es ein Crit war. Sehr gut. So, Sternlicht auf alle. So, die zwei werden dann dadurch zurückgesetzt. Sternlicht macht mit dem natürlich nicht so viel Schaden, aber das ist nicht so schlimm. Warte, ah, stimmt, der kontert die. Ja, fuck, habe ich vollkommen vergessen. Ah, verdammt, nee. Okay, er wafft sich nur hoch mit einer Rüstung, aber er attackiert. Verdammt. Ich hasse es, verlangsamt zu sein, ne? Es gibt nichts Schlimmeres, als verlangsamt zu sein. So, dann gehen wir mit dem Sternlicht mal nur auf ihn, damit es schneller geht. Vielleicht, wenn ich noch irgendwie unterbrochen werde, dann müsste der tot sein im Normalfall. Yep. Sehr gut. Heißt jetzt noch der da, da. So, weiterhin verlangsamen. Ist der jetzt down direkt? Leider nicht. Ah, wir konnten ihn unterbrechen, das ist sehr gut. So, dann attackier jetzt mal. Mit einem Wirbelwind, zack. Ah, aber das bringt dir nichts, mein Lieber, denn jetzt ist dein Ende gekommen. Ein Hieb drauf und dann sollte sich das eigentlich erledigt haben. Yep. Sehr gut. Jetzt kriegt man aber hier 11.300 DP. Für so kleine Gegner, das ist geil. Das ist geil, ne? Weil Stufenaufstieg, Stufenaufstieg. Ja, ja. Kommst du ja gar nicht mehr hinterher. So, du kriegst Leben, du kriegst MP, du kriegst Stärke, du kriegst Magieresistenz und du kriegst LP. So. Ist das nicht toll, Tristis? Wir zwei in derselben Truppe. Die Schlacht bringt unserem Auftritt sicher noch viel Gutes. Ha, du bringst mich immer zum Lachen. Mein einziger Fan. Dank dir bin ich noch frohen Mutes. Na, frohen Mutes hört sich doch gut an, nicht immer nur heulen. Mann, kleiner Emo. Crespuscul, Alter, was ist das für ein Name? Hält den Mond nahe der Brücke im Bann. Schließt du dich uns etwa nicht an? Prinzessin, ich bin Oengus, die Kategida meines Clan. Soldaten sind wir uns zwar die Besten. Jupiters Blitz schleudern wir auf jeden, der unser Können will testen. Als die Dunkelheit hereinbrach, erhoben wir Schwert und Schild. Nachts kamen sie in ihrem Wagen, lodernde Schlangen am Kragen. Bei Erin, sie schleuderte Zauber, wir kämpften wie wild. Mein Clan den Gipfel des Turms erklomm. Hoch oben wollten wir sie erwarten. Metall glänzte schwach im Zwielicht. Sie würde uns alle abschlachten. Die Nacht stürmte den Turm. Verloren waren wir, unser Urteil gefällt. Bis ich mein Schwert senkte, mich unterwarf. Die Kategida schickte sie in ein Verlies fern der Welt. Prinzessin, ich muss befreien wie ein Held. Oh nein, Oengus. Kommt mit mir ins Gefängnis oder flieht, es ist eure Entscheidung. Wir gehen mit ihm. Wir befreien die Kategida, das schwöre ich. Euer Majestät, die anderen Wachen sind böse, ihr höre ich. Und da ist er wieder dabei. Nee, den lassen wir doch jetzt hier nicht alleine. Ah, seine Plattform runterzulassen. Was? Oh, achso. Wir haben mal durchgeschlawinert. Zack. Ungeschliffener Saphir. Boah, es geht aber tief hier, ne? Das ist schon tief. Ein oder Elixier? Halleluja, da drüben ist noch ein Upgrade. Das hätte ich ja gern, aber weiß nicht, wie ich da durchkomme. Warum sind die alle hinter Mauern? Erhebt euch, meine Krieger! Wo könnten sie sein? Nein, alle Gefangenen Erins Labyrinth. Schande, die tapferen Kategida. Unterjocht durch den Zauber der Nacht, mein Kind. Wir müssen sie befreien. In der Mitte des Lagers dieses Tor steht. Das Labyrinth ist magisch. Seid vorsichtig, wenn ihr hindurchgeht. Okay, also sollen wir in dieses Labyrinth... Na, willst du jetzt wohl nach unten? Nach unten, danke. Das, da kann man da. Achso, das ist so ein Zeltlein, wo man kurz rein kann. Okay. Und mit dem Gegner. Okay, hi. Schöner Überraschungsschlag. Wer ist als erstes dran?
sie. Dann mach erstmal ein Sternenlicht. Ach, nur auf ihn reicht eigentlich komplett. Ja, ist auf alle, weil bei ihm macht es eh kaum Schaden, also von dem her. So. Zack. 223 Damage. Das hat der Hund attackiert, das ist okay. Dann machen wir kurz einen Hieb. Damit, der dürfte dann sogar sterben wahrscheinlich. Yep. Und dann ist nur noch der Hund übrig. Und das sollte sich auch schnell klären. Einmal das hier und dann noch einmal ein wunderschönes Sternenlicht. Und dann soll sich das geklärt haben, denke ich mal. Goodbye. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Sehr, sehr schön. Starker Phönix. Geil. Eure heiliges Licht half mir in der Not. Hört auf damit, sonst werde ich ganz rot. Da musst du nicht rot werden, hat er schon recht, ne? Du bist schon ein krasser Typ. Muss man die einfach lassen. So, auch hier in das Zeltchen gucken wir mal hinein. Auch ein Gegner. Hi. Und eine Truhe diesmal auch. So, Hund und du. Okay. Als erstes ist wieder sie dran. Also ein Sternenlicht auf den Hund. So. Zack. Dann kriegst du erstmal einen Schlag ab. Bam. Ist er ihn verlangsam ich? Dann gehen wir mit dem Hieb auf ihn. Aha, oder natürlich, wir werden unterbrochen. Ja, dann soll er jetzt attackieren. Oh, gekondert hier. Mystische Schuppen, okay. So, noch ein Sternlicht auf den Hund. Dann sollte der gegessen sein. Und dann nochmal den Dingenskirchenspalter auf das Krokodil. Sehr schön, er ist down. Bam. Ja, durch die Rüstung ist er jetzt natürlich nicht down. Nicht so schlimm. Okay, er braucht eine Weile. Vielleicht kann jetzt unser Hieb schneller sein. Yep, wunderbar. Unterbrochen und jetzt kommt er noch mit seinem mächtigen Angriff. Bam. Und dann war es das mit dir. Und wir können die Truhe nehmen. Das war jetzt nämlich mein Ziel. Die Truhe, da kann ja irgendwas richtig Geiles drin sein. Und ein paar geile Upgrades, ne? Da hatten wir so viele von hier und keinen durften wir nehmen. Ihr seid dabei, das ist viel wert. Ich fühle mich sicher hinter eurem Schwert. Eines so tapferen Mannes Dank mich wirklich ehrt. Aurora, enge Frage mich plagt. Ene Frage mich plagt. Wie kommt's, dass er Prinzessin zu euch sagt? Weil Finn, ach, das ist nur so eine Redensart. Genau, ist nur so eine Redensart. Das sagt man so in unserem Ghetto. Da sagt, nennt man einfach jede Dame Prinzessin. Oh, huch, ich wollte nicht nach oben, sondern durch dieses Tor hindurch. Das Gefängnis erscheint alt. Wer schuf es? Es heißt Erin der Entdecker. Von fernen Küsten landete er hier. Lemuria gründeten die vier. Okay, also sind wir jetzt in den Katakomben im Kerker angekommen. Ich würde sagen, hier machen wir im nächsten Part von Child of Light weiter. Ich hoffe, euch hat diese Part hier gefallen. Wenn ja, dann lasst einen Daumen nach oben da. Schaut in die Playlist auf den Kanal vorbei, wenn ihr Bock auf mehr habt. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns hoffentlich im nächsten Part wieder. Peace up und haut rein.